Guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Es geht euch allen gut. Mir geht's auf jeden Fall prächtig. Let's go. Schön, dass ihr den Weg auf meinen Kanal zurückgefunden habt und oder neu auf dem Kanal seid. Herzlich willkommen. Nach meinem letzten Video, wo ich ein paar Messertechniken vorgestellt habe, kommen wir heute zur nächsten, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, How to Learn, How to Practice Reihe, was Survival und Bushcraft Skills angeht. Und zwar habe ich heute vor, ein paar Sägetechniken auszuprobieren. Die ein oder andere Sägetechnik davon kenne ich schon. Gleiches Spiel wie in meinem Messertechnik-Skill-Video, was ich euch vor 2 Wochen präsentiert habe. Es ist Neuland für mich. Ich habe mich tatsächlich schon das ein oder andere Mal übel mit der Säge verletzt. Da kommen wir auch zum Thema, wenn man sich mit der Säge verletzt. Leute, es ist kein Messer. Ein Messer macht immer einen glatten Schnitt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein glatter Schnitt gut ist oder generell sich zu verletzen, aber ein Schnitt ist besser, weil das kann man zudrücken, zutapen, zunähen, Pflaster rüber. Das kann man gut behandeln. Aber eine Verletzung mit den Sägezacken. Leute, das ist kein Schnitt. Diese Wunden lassen sich schlecht behandeln. Es gibt viel Angriffsfläche in der Wunde später für Bakterien. Und ja, die Blutungen lassen sich schlecht stillen. Das kann man nicht einfach wieder zunähen. Das sind richtig ätzende Wunden. Jeder, der sich schon mal mit einer Säge verletzt hat, der weiß, wovon ich rede. Und es macht einfach gar keinen Spaß. Deswegen Tipp Nummer 1. Leute, lauft immer mit geschlossenem Werkzeug rum, weil dann vermeidet ihr auf jeden Fall schon mal die ein oder andere Verletzung, falls ihr mal an der Wurzel oder einem Ast hängen bleibt oder so. Das passiert nämlich schneller, als man denkt. Oder wie hier jetzt gerade, ultramatschiger Boden, man rutscht aus, hat das Messer, die Säge, die Axt, keine Ahnung, und sticht sich das im Bauch oder sonst wohin. Das sind Verletzungen, die wollen wir nicht haben, weil wir sind ja auch manchmal oft alleine im Wald unterwegs, so wie ich jetzt gerade. Und da sollte man immer darauf achten, dass das Werkzeug zugeklappt ist. Wir kommen direkt zu einem Sicherheitshinweis, wie ihr am besten nicht sägen solltet. Ich habe mich bewusst jetzt hier so auf den Stamm gesetzt, weil so sitzt man ja gerne mal irgendwo rum und klemmt euch das Ding nicht hier unter und fangt an, so zu sägen, weil es kann ganz schnell passieren, dass ihr abrutscht und mit der Säge oder auch mit dem Messer, wenn ihr hier so arbeitet und mit dem Messer abrutscht, hier euch reinhaut. In der Innenseite von den Oberschenkeln auf beiden Seiten laufen die Hauptschlagadern und wenn ihr die durchtrennt oder euch das Messer oder die Säge hier reinrammt, auch die Axt ist eigentlich egal, dann wird es lebensgefährlich, weil solche Verletzungen können recht schnell tatsächlich zum Tod führen und vermeidet es, in diesem Bereich zu arbeiten. Und hier in diesem Bereich, da haben wir das Gleiche. Da laufen so viele Adern und Blutgefäße lang. Wenn man sich hier unten reinsticht, Leute, das kann es ziemlich schnell für einen gewesen sein. Und genau, mein Tipp an euch, arbeitet nicht im Sitzen, macht nicht so. Wenn ihr schnitzt, dann ist jetzt mit der Säge, anderes Thema. Aber gut, wenn ihr schnitzt, dann so lang. Immer dahin, weg vom Körper, immer weg vom Körper. Aber wir sind ja jetzt hier, um noch ein paar Tipps zu lernen, wie man ein paar Sachen gut sägt. Und zwar hier, so ein Ast. Wir kennen das alle. Wir haben keinen Sägebock mit im Wald. Wir wollen uns einen Ast zusägen, um Shelter zu bauen oder. Und da gibt es eine richtig, richtig geile Technik. Die habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert und ich werde euch das jetzt mal zeigen. Ich bin sehr begeistert davon. Ich würde sagen, ab ins nächste Bild. Let's go. So, wir kennen das alle. Wir wollen einen Ast durchsägen und dazu gibt es natürlich die eine Möglichkeit. Man hat einen Ast, wo man drauf sägen möchte, aber das wackelt irgendwie die ganze Zeit hin und her und ist nicht stabil. Genauso wie wenn man das so sägen möchte. Es wackelt, es rutscht mit und ich zeige euch jetzt mal eine Technik, wie man das quasi vermeiden kann. Und zwar nehmt ihr diesen Ast und dann, wenn ihr in die Hocke geht, nehmt ihr das Bein hoch, klemmt den Ast hier rein. Und damit fixiert ihr euren Stock hier in eurer Kniekehle und könnt ihn auf der anderen Seite noch gegenhalten. Hier, da könnt ihr hier Druck aufbauen, hier und zu euch ziehen. Und in dem Falle könnt ihr dann sägen und es klappt wunderbar. Das Ding bewegt sich null, also gar nicht. Es ist so geil. Und wenn ihr kurz davor seid, den Ast abzusägen, lauft ihr nicht Gefahr, euch die Säge in den Körper zu hauen, sondern sie wird an eurem Körper ganz einfach vorbeigehen. Zack, habt ihr gesehen? Hier runter. Es funktioniert wirklich gut. Einer der geilsten Tricks, die ich in der letzten Zeit mit der Säge gelernt habe. Jetzt werden wir was ausprobieren, was ich selber auch noch nie getestet habe. Und da bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Ich habe das nur in einem Video gesehen und habe gedacht, ey Leute, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Technik ist oder nicht. Es geht darum, ein Szenario, wo man eventuell nur mit der Säge unterwegs ist und kein Messer und keine Axt dabei hat.
Ich weiß nicht, was für ein Szenario das sein soll, weil es sehr unwahrscheinlich, weil anstatt eine Säge würde ich lieber eine Axt oder ein Messer mitnehmen. Aber wir gehen einfach mal von dieser Situation aus. Wir haben einfach nur eine Survival-Outdoor-Säge dabei und wir wollen eine Verbindung für ein Bushcraft-Shelter herstellen. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Ich bin so gespannt, ob wir das hinbekommen. Let's go, ich hol mal eine Axt. Die Idee dabei ist, wir nehmen ein Stück Holz und sägen ungefähr bis zur Hälfte rein. Und das machen wir in ganz engen Abständen immer wieder. Wir fangen einfach mal an. Wir sägen einfach mal hier rein. Ungefähr so. Und schön dicht daneben machen wir das gleiche nochmal. Und das machen wir jetzt noch 3, 4, 5 Mal. So soll das Ganze aussehen. Ungefähr die gleiche Tiefe. Und dann nehmen wir die Säge und drücken das Holz ganz vorsichtig zur Seite. Und habt ihr es gehört? Und jetzt kann man eigentlich dieses Stück da entfernen. Es will nicht so ganz. Ja, hier. Das ist so rum etwas gefährlich, wenn die Zacken nach unten sind. Man kann das Ganze auch mit dem Rücken machen. Da hat man ein bisschen mehr Kraft und dann kann man alles einfach wegbrechen. Schwupps. Und dann gehen wir daher und sägen die übrigen Teile weg. Alles voll mit Schnee. Diese Technik habe ich auf jeden Fall in einem Video gesehen und habe mir gedacht, ich will das auch mal ausprobieren. Ich bin ehrlich, die Technik finde ich jetzt nicht ganz so geil, aber wer weiß, in welcher Situation einem dieses Wissen einmal weiterhelfen kann. So, und ja, also Leute, ich würde sagen, probiert es mal aus. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist für ein Shelterbau. Ich würde es anders machen. Ich würde die Seiten mit der Säge einsägen und dann mit dem Messer als Stemmeisen das in der Mitte raushauen. Da kriegt man auf jeden Fall einen cleaneren Cut hin. Aber wenn man mal nur eine Säge dabei hat, Leute, dann ist das hier auf jeden Fall eine richtig geile Technik, ne? Kann ich weiterempfehlen. Nach dem, ich würde mal sagen, Reinfall von der Kerbenmachung mit der Säge, gehen wir in den nächsten Skill rein, den ich auch schon mal ausprobiert habe. Und ich muss sagen, Leute, das Ding ist richtig geil. Ich zeige euch jetzt mal warum, weil wir wollen dieses Stück Holz sägen. Und wie wir oft das Problem haben mit dem Sägen draußen, ist einfach, dass man das nicht stabil bekommt. Und wir wollen ja möglichst viele Techniken kennen und lernen, wie man einen Ast stabil bekommt, dass man den gut sägen kann, ohne dass er sich die ganze Zeit hin und her bewegt und uns womöglich noch in den Fuß rein oder in den Oberschenkel und voll am Verbluten. Und ihr wisst Bescheid, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Und genau, dafür gibt es jetzt einen geilen Trick, um diesen Ast hier so zu fixieren, wie ich das hier gerade so habe. Also, ich zeige euch das einmal ganz kurz. Wir treten auf dieses Ende rauf und liften mit dem anderen Ende, wie so ein Surfer quasi, den Ast nach oben hinweg. Und dann könnt ihr schon sehen, wie gut das funktioniert. Wir können das einfach absägen, ohne dass der Ast hin und her rutscht. Der ist so stabil, das ist der absolute Wahnsinn. Zack und weg. Und ihr seid geschützt. Das Blatt, das Sägeblatt, das geht hier am Fuß, am Bein vorbei. Verletzungsrisiko minimal. Zack. Ey, ist mega. Es ist mega. Das ist eine so geile Technik. Ich bin so begeistert. Ich habe das schon das ein oder andere Mal angewendet und Leute, es funktioniert. Es funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Falls ihr das noch nicht kanntet, probiert das mal aus, wenn ihr das nächste Mal in den Wald geht. Es macht wirklich Bock. Das sind aber alles Techniken irgendwie, die immer auf den Rücken gehen. Man steht ja immer gebückt, man arbeitet immer hier so krummer Rücken und auf dem Fußboden. Und da gibt es natürlich auch eine rückenschonendere Variante und die kann ich euch auch gerne mal zeigen. Und zwar lehnt ihr einfach das Stück Holz da oben gegen, dann geht ihr daher und tretet mit dem Fuß unten gegen und dann habt ihr hier oben den Stock, vielleicht noch mit dem Knie hier gegen und dann könnt ihr das Ganze einfach absägen. Und dann habt ihr noch einen Arm frei und könnt gegebenenfalls hier oben anfassen und dann einfach absägen. Problem bei dieser Technik ist, dass ihr oft eine schräge Schnittkante hinbekommt. Dann sieht es oft halt so aus. Es ist schräg runtergeschnitten. Diese Technik kann man beliebig variieren. Den Fuß unten gegen, hier oben, wo wir absägen, festhalten. Vom Körper weg einfach das Stück absägen.
funktioniert einwandfrei und das Gute dabei ist, man steht schon ein bisschen aufrechter. Optimal wäre natürlich, wenn wir gerade stehen würden. Und da kommen wir später auch noch zu. Aber ich zeige euch jetzt noch mal eine andere Technik. Und zwar, wie können wir Holz mit der Säge spalten? Das mache ich jetzt zum allerersten Mal. Ich habe das in einem Video gesehen und habe mir gedacht, so, ist das geil? Muss man das können? Ich weiß es nicht. Wir probieren es aus. Let's go! Die Idee ist, diesen Ast hier oben einzusägen bis zur Hälfte. Und jetzt nehmen wir diesen Ast und schlagen ihn gegen einen Baum. Und dann soll sich das angeblich hier splitten. Und ja, so kann man dann Holz spalten. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach aus. Da vorne ist ein Baum. Wir hauen jetzt mit diesem angesägten Stück Holz da drauf, wie so ein Geisteskranker. Und dann gucken wir mal, ob sich das spaltet und ja, wie das so funktioniert. Oder ob das ganze Ding abbricht. Ich spekuliere ja darauf, dass das ganze Teil abbricht und sich nicht spaltet. Aber wir werden es jetzt herausfinden. Hier haben wir reingesägt und wir hauen mit der geschlossenen Seite auf den Baum. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, Alter, ultra gefährlich. Jo, ciao. Alter, ich hätte mich fast aufgespießt, Junge. Heftig. Leute, ja, so viel zum Thema Sicherheit. Ey, zieht euch das rein, ist ultra gefährlich gewesen. Ich wäre hier gerade fast draufgefallen. Und ich sag hier so, ja, immer schön aufpassen im Wald, kein Werkzeug rumschleppen. Und dann spieße ich mich fast selbst auf, ey. Leute, Junge, das war knapp. Gut, aber weiter zum Ergebnis. So sollte das nicht sein. Ich habe zu weit reingesägt. Ich würde sagen, wir probieren es einfach nochmal aus. So. Ich habe jetzt mal nicht ganz so weit reingesägt und dann würde ich sagen, ich hau da jetzt nochmal auf den Baum und dann gucken wir mal, was passiert. Okay. Also vom Prinzip her, irgendwie klappt es schon, aber es ist irgendwie relativ schwer. Ja, gut, es funktioniert, aber es macht wahrscheinlich mehr Sinn, sich kleine Stücke zu sägen. Das ist so ein Scheißtrick. Ich habe keine Ahnung, ob ich vielleicht nicht genug Erfahrung habe oder ob diese Technik einfach voll daneben ist. Es macht gar keinen Sinn. Man kann sich auch kleine Stücken Holz zusammensägen und das passende Holz sammeln und damit dann irgendwie Feuer machen. Also, falls ihr das besser drauf habt als ich, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, was ich falsch gemacht habe. Oder hätte das Stück Holz vielleicht dicker sein müssen? Ich habe keine Ahnung, aber bis jetzt fand ich den Trick nicht so gut. Außerdem hätte ich mich fast dabei aufgespießt. Deswegen steht er ganz unten auf meiner Liste jetzt. Draußen im Wald und auf Touren geht es eigentlich hauptsächlich darum, um kreativ zu sein. Gerade was das Sägen angeht, man kann quasi alles im Wald dazu benutzen, um mit dem Sägeblatt nicht in den Fußboden zu sägen. Ich will euch jetzt einmal kurz was zeigen, was man zum Beispiel auch benutzen kann, um das Stück Holz zu stabilisieren. Man kann quasi auch den Wald benutzen, um das Stück Holz zu stabilisieren. Hier habe ich ein gutes Beispiel dafür. Und zwar nehmt ihr einfach so ein Baum, der so wächst, so eine Astgabel, so ein V. Und das könnt ihr ganz einfach nutzen, um euren Stock zu stabilisieren. Ihr haut den hier rein und wichtig ist, zieht den Stock hier nach hinten, so, damit ihr ein bisschen Druck da drauf bekommt. Und dann könnt ihr sehen, es ist bombenfest. Da bewegt sich gar nichts und ihr könnt ganz entspannt einfach das Stück Holz absägen. Schwupps. Und ihr seid sogar auf der sicheren Seite. Eure Hand ist hier weit weg vom Sägeblatt und ihr könnt damit sogar kleine, dünne Sachen absägen. Wenn ihr einfach eine Verbindung herstellen wollt, bis zur Hälfte reinsägen, so wie hier. Wieder unsere Technik, Säge rein, abbrechen und ihr habt eine kleine Verbindung, wofür auch immer ihr die dann gebrauchen könnt. Seid einfach kreativ im Wald, weil darum geht es beim Bushcraften meiner Meinung nach, sich auszuleben, neue Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das waren erstmal genug Sägetechniken. Jetzt möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Habe ich erst einmal ausprobiert und es klappt wirklich, wirklich gut. Es waren ja jetzt alles Techniken. Ich möchte euch jetzt eine Technik bzw. ein Bushcraft-Skill zeigen, wo man nicht auf dem Fußboden sägt. Nicht immer mit krummem Rücken und man kriegt untere Rückenschmerzen irgendwann, weil man die ganze Zeit irgendwie auf dem Fußboden arbeitet. Diese Technik ist hauptsächlich für
lange Äste gedacht, sage ich mal. Es geht nämlich darum, einfach auch mal im Stehen zu sägen. Und ja, da habe ich was Geiles gesehen. Das möchte ich mit euch teilen. Wie gesagt, ich habe es einmal ausprobiert und es funktioniert wirklich gut. Es ist eher für, sagen wir, für kurze Touren. Man sagt, man ist auf einer Wanderung, auf einer Bushcraft-Tour und man macht so Tageslager und baut sich jetzt nicht irgendwie krassen Shelter und baut sich irgendwie einen Stuhl, eine Feuerstelle und. Also man bushcraftet nicht so richtig krass, sondern man will am nächsten Tag weiter. Und da gibt es eine ganz geile Technik, wie man im Stehen sägen kann und man muss sich nicht einen riesigen Sägebock bauen. Einen habt ihr ja eben gerade schon gesehen, aber da hockt man wieder auf dem Fußboden. Jetzt geht es um Stehen und jetzt werde ich euch was richtig Geiles zeigen. Ihr braucht auf jeden Fall zwei Astgabeln. Hier haben wir die erste und ja, das Stück ist jetzt ein bisschen groß. Wäre besser, wenn man zwei davon hat, zwei kleinere, weil dann kann man das später, wenn man das Lager wieder abbricht, mit zum nächsten Lagerplatz nehmen. Das Ding ist etwas schwer, um das dann auf der Wanderung oder auf der Bushcraft-Tour mitzunehmen. Ist ein bisschen heavy, aber egal. Es geht hier ums Prinzip, wie man sowas baut und ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz. Es ist richtig, richtig geil und vor allem entlastet man seinen Rücken und man arbeitet nicht die ganze Zeit gebückt. Ihr nehmt die beiden Astgabeln und steckt sie ineinander und dann seht ihr schon, hat man hier ein V, wo man dann das Stück Holz, was man sägen möchte, einfach reinlegt und es ist fixiert. Wir können uns hier ranstellen, unterstützt euren Bock quasi mit dem Knie von unten und dann könnt ihr hier ganz entspannt mit geradem Rücken arbeiten. Diese Technik funktioniert einwandfrei und bis jetzt eine meiner Lieblingssägetechniken, weil man kann mit geraden Rücken arbeiten, was ultra die Erleichterung ist, gerade wenn man viel auf dem Fußboden sitzt und irgendwie immer gebückt und in der Hocke arbeitet, gerade wie man das halt im Wald oft so macht. Das soll es dann auch schon von dem kurzen Säge-Skill-Outdoor-Survival-Trick-Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, ihr konntet ein paar neue Sachen mitnehmen und lernen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde sagen, Leute, falls ihr mehr von solchen Outdoor-Survival-Skill-Videos sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Hier kommt in nächster Zeit einiges an Content, weil, wie gesagt, ich möchte mich weiterentwickeln. Im letzten Video habt ihr ja die Messerskills gesehen, ein bisschen Featherstics und ja, diverse andere Outdoor-Techniken, die ich da ausprobiert habe. Heute ein bisschen die Säge. Ich würde sagen, Leute, ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao.